Sie hören Teil 1 des Artikels Flechte, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Flechte. Als Flechte, Lichen, bezeichnet man eine symbiotische Lebensgemeinschaft zwischen einem Pilz, dem sogenannten Mykobionten, und einem oder mehreren Photosynthese betreibenden Partnern. Diese Photobionten, auch Phytobionten genannt, sind Grünalgen, Chlorophyta oder Cyanobakterien. Die Eigenschaften der Flechten setzen sich deutlich von jenen der Organismen ab, aus denen sie sich zusammensetzen. Erst in der Symbiose bilden sich die typischen Wuchsformen der Flechten heraus, und nur in Lebensgemeinschaft mit einem Photobionten bilden die Mykobionten die charakteristischen Flechtensäuren. Die Wissenschaft von den Flechten ist die Flechtenkunde oder Lichenologie. Weltweit gibt es rund 25.000 Flechtenarten. In Mitteleuropa kommen davon etwa 2.000 vor. Der Anteil endemischer Arten ist bei Flechten viel niedriger als bei Blütenpflanzen. Flechten werden immer nach dem Pilz benannt, der die Flechte bildet, da es meist dieser ist, der ihr die Form und Struktur gibt. Während mehrere Photobionten in einer Flechte vorhanden sein können, findet man immer nur eine Pilzart. Flechten werden daher den Pilzen, Fungi, zugerechnet, unter denen sie als eigene Lebensform eine Sonderstellung einnehmen. Sie sind also keine Pflanzen. Aufbau und Wuchsform. Flechten existieren in einem breiten Spektrum an Farben, das von weiß über leuchtendes Gelb, verschiedene Brauntöne, kräftiges Orange, tiefrot, rosa, olivgrün, blaugrün und grau bis zu tiefschwarz reicht. Der Pilz bildet fast immer den eigentlichen Vegetationskörper der Flechte, ein Geflecht aus Pilzfäden, Hyphen, das sogenannte Lager. Darin eingeschlossen befindet sich eine Population der Photobionten. Die meisten Flechten bestehen aus mehreren Schichten. Nach der Wuchsform und der Auflagefläche des Lagers, auch Pilztalus genannt, unterscheidet man zwischen Krustenflechten. Eine Krustenflechte besteht aus Lagern, welche als Areole bezeichnet werden. Diese schließen nicht immer dicht zusammen. Sie können einzeln oder zu wenigen einem Protalus aufsitzen. Weiter können körnige, firnisartige oder schorfige Überzüge aus Pflanzenresten, Moosen, Rinden und Erde gebildet werden. Es entsteht eine Scheinrinde durch das Absterben der äußersten Schicht des Lagers sowie durch Verschleimung der Zellreste. Der Wachstum des Talus wird von dieser Nekralschicht aus den verschleimenden, absterbenden Zellen nachgebildet. Die Flechte ist flächig gestaltet, folios, und liegt mehr oder weniger locker auf dem Substrat auf. Morphologisch sind die Blattflechten sehr vielfältig und besiedeln verschiedene Lebensräume wie etwa auf Moosen, aber auch auf Gestein. Wie bei Pflanzenblättern optimiert der blattartige Wuchs die Lichtausbeute für die Photosynthese des Photobionten. Die Wachstumszone befindet sich auf den Blatträndern. Strauchflechten. Der Talus ist strauchförmig und wächst als aufrechter Rasen auf Erde oder Fels oder hängt von Bäumen, Totholz oder Felsen, auch Bart- oder Bandflechten genannt. Die Wachstumszone liegt am Ende der einzelnen Äste. Galertflechten. Dies sind Flechten mit Cyanobakterien als Partner, die bei Befeuchtung galertartig aufquellen und meist schwärzlich oder dunkeloliv gefärbt sind. Die Einteilung in Wuchsformen ist künstlich und entspricht nicht den stammesgeschichtlichen Verwandtschaftsverhältnissen. Bei den meisten Laubflechten wird auf der dem Substrat abgewandten Seite die äußere Schicht aus dichten, geflochtenen Pilzfäden gebildet. Sie wird obere Rinde genannt. Darunter liegt die Algenschicht, in der die Algen in einem lockeren Pilzgeflecht lagern. Anschließend folgt die Markschicht, die aus lockerem Pilzgeflecht ohne Algen besteht. Es schließt sich die untere, dem Substrat zugewandte Rinde an, die durch Rizinen, wurzelartige Pilzfäden, die dem Substrat eng anliegen oder es durchdringen,
verankert ist. Solche Flechtenkörper, in denen die Photobionten nur in einer Schicht liegen, nennt man Heteromer. Wenn der phototrophe Partner dagegen mehr oder weniger regellos zerstreut im Pilzkörper liegt, spricht man von einem homöomeren Thallus. Mykobiont, Photobiont und ihre Symbiose. Die Pilze gehören zu 98% der Abteilung der Schlauchpilze an, nur sehr wenige sind Ständerpilze. Einige, nur steril bekannte Flechtenpilze werden formal den Deuteromycota oder Fungi imperfecti zugerechnet. Über 20% der heute bekannten Pilze leben in einer Flechtensymbiose. In 85% der Fälle ist der Photobiont eine ein- oder wenigzellige Grünalge. Bisher sind über 80 Gattungen aus etwa 30 Gattungen bekannt. Die bedeutendste davon ist zweifellos Tribauxia, die in Flechten der Gattungen Cladonia, Pamelia, Ramalina, Umbilicaria und Xanthoria zu finden ist. Weitere bedeutende Grünalgen sind Cocomyxa, Mimetia und Trentifolia. Es gibt auch Flechten, bei denen der Partner aus dem Bakterium Phyllum der Cyanobakterien stammt. Dessen einzige Klasse Cyanobacteria enthält über 2000 Arten in 5 Ordnungen. Mit Ausnahme der Ordnung Oscillatorialis weisen alle auch Vertreter in Flechtensymbiosen auf. Die wichtigste Cyanobakteriengattung mit Flechtensymbionten ist Nostoc. Manchmal kommen Grünalgen und Cyanobakterien auch zusammen in einer Flechte vor. Während alle Photobionten ohne ihren Pilzpartner leben können, findet man in der Natur die Mykobionten nicht ohne ihren domestizierten Partner. In Kultur können die meisten aber auch ohne Photobionten gehalten werden. Die Symbiose zwischen Pilzen und Photobionten kann in unterschiedlichen Kontaktformen vorkommen. Die Pilzfäden können nur lose neben dem Partner liegen, man spricht dann von Kontakthyphen, sie können sie fest umschließen, Klammerhyphen, oder sogar in sie eindringen, Haustorium. Die Vorteile der Symbiose liegen stark auf der Seite des Mykobionten und man beschreibt die Lebensgemeinschaft wahrscheinlich am besten als kontrollierten Parasitismus. Dies zeigt sich auch daran, dass der Pilz das Wachstum und die Zellteilungsrate der Alge kontrolliert. Aufgrund der langen Entwicklungszeit dieser probiotischen Beziehung hat sich daher ein Gleichgewicht zwischen Pilz und Alge eingestellt. Der Vorteil besteht für den Pilz darin, dass er von den Photobionten mit Nährstoffen versorgt wird, welche die Alge durch Photosynthese bildet. Der Pilz wiederum schützt den Partner vor zu rascher Austrocknung, da im Hyphengeflecht die Feuchtigkeit weniger stark schwankt. Daneben schirmt er seinen Photobionten vor der ultravioletten Strahlung ab. An Standorten, wo die Algen auf dem Boden pH-Werten zwischen 3,5 und 6,5 ausgesetzt wären, hilft das Leben im Verband mit dem Mykobionten bei der Aufnahme von Phosphat. Auch durch die gemeinsame Vermehrungsstrategie von Pilz und Alge ergibt sich für beide Symbionten ein Vorteil. Von Grünalgen werden Zuckeralkohole, etwa Ribid, Erythrit und Sorbit gebildet, die für den Pilz bekömmlicher als Kohlenhydrate sind. Bei Cyanobakterien als Partner wird hingegen Glucose transportiert. Bei den stickstofffixierenden Cyanobakterien wird auch reduzierter Stickstoff an den Mykobionten geliefert. Stoffströme des Primärstoffwechsels vom Pilz zum Protobionten sind nicht bekannt. Wasserhaushalt. Flechten besitzen keine Möglichkeiten, ihren Wasserhaushalt zu regeln, da sie keine echten Wurzeln zur aktiven Wasseraufnahme und auch keinen Verdunstungsschutz besitzen. Nur über die Oberfläche des Flechtenlagers können sie wie ein Schwamm Wasser in relativ kurzer Zeit aufsaugen, entweder in flüssiger Form oder als Wasserdampf. Bei Trockenheit verlieren sie relativ schnell das für die Aufrechterhaltung des Stoffwechsels nötige Wasser und wechseln in einen photosynthetischen inaktiven, in Anführungsstrichen leblosen Zustand, in dem der Wassergehalt bei weniger als 10% des Trockengewichts liegen kann. Es gibt starke Hinweise darauf, dass wie bei den mit ähnlichen Problemen konfrontierten Bärtierchen der Zucker Trehalose eine große Rolle beim Schutz lebenswichtiger Makromoleküle wie Enzymen, Membranbestandteilen oder der Erbsubstanz DNA selbst spielt. Anders als lange Zeit angenommen, schützt der Mykobiont den Photobionten nicht vor Austrocknung,
sondern verlängert allenfalls die Zeit, die für diesen Prozess zur Verfügung steht. Der nahezu vollständige Feuchtigkeitsverlust ist vielmehr Teil der Überlebensstrategie von Flechten. Nur im ausgetrockneten Zustand sind sie in der Lage, Temperaturextreme oder hohe Lichtintensitäten, insbesondere von ultravioletter Strahlung, zu überstehen. Künstlich befeuchtete Flechten verlieren unter diesen Umständen dagegen schnell ihre Vitalität. Bei vielen Arten geht mit der Austrocknung eine Verdickung der Rindenschicht einher, die dadurch lichtundurchlässiger wird. Die Fähigkeit der Ruhestare ist insbesondere in kalten Gebieten sehr wichtig, da gefrorenes Wasser nicht für den Stoffwechsel verfügbar ist. Die Zeit, in der eine Flechte in einem solchen Stadium überleben kann, variiert je nach Art. Es ist jedoch der Fall einer Wüstenflechte bekannt, die nach 40 Jahren im ausgetrockneten Zustand durch Befeuchtung wiederbelebt werden konnte. Erst bei erneuter Aufnahme, über Regen, Tau oder Luftfeuchtigkeit, wird der Stoffwechsel reaktiviert. Bei einem Wassergehalt von 65-90% des maximalen Speichervermögens erreicht er seine höchste Effizienz. Weil die Luftfeuchtigkeit im Laufe eines Tages starken Schwankungen unterworfen ist, variiert entsprechend auch die Photosyntheserate der Flechten. Meist ist sie am frühen Morgen, wenn das Flechtenlager von Tau benetzt wird, am höchsten. Der vorstehend beschriebene Lebensrhythmus ist auch eine Ursache für das extrem lange Wachstum mancher Flechten. Krustenflechten wachsen manchmal nur wenige Zehntel Millimeter pro Jahr, Laubflechten meist weniger als einen Zentimeter. Zum langsamen Wachstum trägt jedoch auch die ungleiche Symbiose bei, in welche der Photobiont, der oft nur 10% des Flechtenvolumens einnimmt, allein für die Ernährung des Mykobionten aufkommen muss. Das üppigste Wachstum findet man dagegen vor allem in subtropischen Nebelwäldern und nahe den Meeresküsten, wo eine nur geringen Schwankungen unterworfene Luftfeuchtigkeit für optimale Wachstumsbedingungen sorgt. Flechtenstoffe. Die primären Produkte wie Proteine, Aminosäuren, Polysaccharide, Lipide, Vitamine etc. werden sowohl vom Photo- als auch vom Mykobionten gebildet und sind nicht flechtenspezifisch. Die sogenannten Flechtenstoffe sind sekundäre Produkte des Stoffwechsels und werden ausschließlich vom Pilz gebildet und auf den Hyphen deponiert. Heute sind über 600 Stoffe bekannt, wobei die Hauptgruppen nach ihrer biosynthetischen Herkunft in die Acetylpolymalonate, etwa Uslinsäure, die Chikimisäuren und die Mevalonsäuren eingeteilt werden. Dies sind auch die wichtigsten Farbpigmente wie etwa die gelbe Vulpinsäure oder das gelb-orangene Parietin. Um Flechtensäure nachzuweisen, nutzt man chemische Reagenzien, die eine Farbreaktion auslösen. Die wichtigsten sind Calcium- oder Natriumhypochlorid, Kaliumhydroxid oder Phenylendiamin. Flechtensäuren spielen auch bei der Verwitterung eine wichtige Rolle, da sie Gesteine angreifen und so zur Bodenbildung beitragen. Verbreitung und Lebensraum. Viele Flechten wachsen nur sehr langsam, meist nur wenige Millimeter im Jahr, einzelne Arten sogar nur Bruchteile eines Millimeters. Daher können sie nur an Standorten überleben, an denen sie nicht von anderen Pflanzen überwuchert und an der Photosynthese gehindert werden. An feuchten Standorten können sie sich oft nicht gegen Moose durchsetzen. Unter geeigneten Bedingungen, etwa dauerhafter Feuchte und geeigneten Temperaturen, wie im Regenwald oder Nebelwald, wachsen Flechten um einige Zentimeter im Jahr. Flechten haben meist bescheidene Stoffwechselansprüche und begnügen sich mit geringen Mengen an Mineralstoffen aus Staub, der über die Luft angeweht wird, oder Nährstoffen, die im Regenwasser enthalten sind, beziehungsweise aus dem Untergrund gelöst werden. Viele Arten sind in der Lage, extreme Lebensräume zu erschließen. So können manche Flechten auf blankem Fels wachsen, andere wurden in fast 5000 Meter im Himalaya-Gebirge gefunden. Sie kommen in der Wüste ebenso wie in Heidelandschaften, in Mooren ebenso wie in Permafrostgebieten vor und können in trockenstarre Temperaturen von minus 47 Grad Celsius bis 80 Grad Celsius überstehen. In der Antarktis lassen sich etwa 200 Flechtenarten antreffen. Selbst bei 86 Grad südlicher Breite findet man in den Horlick Mountains noch 6 Flechtenarten.
Auch amphibische Arten, die permanent im Wasser leben, gibt es, etwa Verrucaria serpulloides. Flechten besiedeln unterschiedlichste Standorte wie Baumrinde, Gesteine, Böden und selbst verrostetes Metall. Viele Flechtenarten sind substratspezifisch, das heißt, sie gedeihen nur auf basischem Gestein wie Kalkstein oder Dolomit oder saurem kalkfreien Silikatgestein wie Quarz, Gneis oder Basalt. Flechten, die als Epiphyt auf Bäumen wachsen, sind keine Parasiten. Sie entnehmen der Pflanzen keine Nährstoffe oder Wasser, lediglich die Photosynthese wird durch die Abdeckung etwas behindert. Sie zeigen eindeutige Vorlieben für bestimmte Bedingungen wie saure Rinde von Fichten, Birken oder Erlen und basenreiche Rinden von Nussbaum, Spitzahorn oder Holunder. Diese Merkmale sind oft wertvolle Bestimmungshilfen. Eine Reihe von Flechten dient selbst als Substrat für andere Flechten. Oft bilden sich typische Abfolgen, in denen verschiedene Flechtenarten in einer charakteristischen Reihenfolge übereinander geschichtet vorliegen. Auf Fels sind Flechten wichtige Pionierorganismen, die entweder dem Gestein aufsitzen oder sogar in den Stein eindringen. Bei endolithischen Flechten ist das Lager im Inneren des Gesteins entwickelt und äußerlich nur an einer Verfärbung des Gesteins erkennbar. Bei Vertretern der Gattung Verrucaria auf Kalkgestein sind etwa nur die Perithecien genannten Fruchtkörper als schwarze Vertiefungen sichtbar. Nach dem Absterben des Lagers ist der Fels von kleinen Gruben übersät. Erst nach dem Anritzen des Steins erscheint die grüne Algenschicht. Trotz der Unauffälligkeit spielen diese Arten eine bedeutende Rolle bei der chemisch-physikalischen Verwitterung und Bodenbildung, umso mehr, da sie die Felsen oft flächendeckend überziehen. Da Flechten naturgemäß keinen Unterschied zwischen Substraten in natürlicher und in Anführungsstrichen künstlicher Umgebung machen, finden sie sich schließlich auch oft auf Mauern, Dächern, Zäunen oder Grabsteinen. Letztere können zur Datierung des Flechtenwachstums eingesetzt werden. Der extremste, in Anführungsstrichen, Lebensraum, in dem Flechten bisher ihre Überlebensfähigkeit unter Beweis stellen konnten, ist ohne Zweifel der Weltraum. Durch im Mai 2005 durchgeführte Experimente an den Flechten Landkartenflechte, Izocarpon geographicum, und der zierlichen Gelbflechte, Xanthoria elegans, konnte gezeigt werden, dass diese Arten zumindest für einen Zeitraum von etwa 2 Wochen in der Lage sind, die lebensfeindlichen Bedingungen außerhalb der Erdatmosphäre wie starke Temperaturschwankungen und hohe Strahlungsintensität zu überstehen. Vergesellschaftung. Wie bei Blütenpflanzen treten auch Flechtenarten miteinander bzw. mit Pflanzenarten vergesellschaftet auf. Die Benennung solcher Gesellschaften folgt Regeln, die in einem Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur festgehalten sind. Ein Beispiel einer von Flechten mit bestimmten Assoziationen ist das Cladonio-Pinetum, der Flechtenkiefernwald. Es handelt sich um die forstwirtschaftlich zwar uninteressante, naturschutzfachlich aber besonders wertvolle und seltene Ausprägung von Kiefernwald nährstoffärmster Standorte. Durch diffuse flächendeckende Einträge von Schad- und Nährstoffen, Eutrophierung, ist diese Gesellschaft in Mitteleuropa stark bedroht. Bei der durch die Nährstoffe begünstigten Sukzession wird sie vor allem durch Drahtschmielen-Kiefernwald verdrängt. Fortpflanzung. Die Photobionten vermehren sich, solange sie in Flechtengemeinschaft leben, nur vegetativ, bilden also keine Gameten. Der Pilzpartner kann sich hingegen wie andere Pilze auch sexuell fortpflanzen. Alle Sporen sind nur wenige Tausendstel Millimeter groß. Die geschlechtlichen Sporen werden je nach der Zugehörigkeit des Mykobionten zu den Schlauch- oder Ständerpilzen in sogenannten Schläuchen, Asci, oder an sogenannten Ständern, Basidien gebildet und dementsprechend als Asco- oder Basidiosporen bezeichnet. Bei den Schlauchpilzflechten werden die Ascosporen in Fruchtkörpern gebildet, die sich nach ihrem Aufbau in 2 größere Gruppen einteilen lassen, Apothecien und Perithecien. Apothecien sind gewöhnlich vom Flechtenlager scharf abgegrenzte, rundliche bis scheiben- oder schüsselförmige Gebilde. Darauf bzw. darin liegt eine aus parallel gelagerten Asci und nicht sporenbildenden Hyphenenden bestehende Schicht, das sogenannte Hymenium, offen zutage.
Perithecien sind mehr oder weniger kugelige, fast geschlossene Gebilde, in denen sich die Asci befinden und die Ascosporen gebildet werden, die nur durch eine Pore austreten können. Der Pilz kann sich aber auch asexuell durch Pycnosporen fortpflanzen, die in Pycnidien gebildet werden. Dies sind kugelige bis birnenförmige Behälter, die in das Lager eingebettet sind. In diesen werden von speziellen Hyphen Pycnosporen abgegliedert. Pycnidien sind meist als sehr kleine schwärzliche Punkte auf dem Lager erkennbar. Die Sporen verbreiten sich durch die Luft und können, wenn sie höhere Luftschichten erreichen, über weite Strecken, mitunter auch weltweit, verfrachtet werden. So erfolgt beispielsweise auch die Besiedelung isolierter Denkmale oder Grabsteine, auch wenn das nächste Flechtenvorkommen weit entfernt ist. Auf welche Weise sich die Flechtensynthese vollzieht, also wie die Gemeinschaft aus Myco und Photobiont entsteht, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Der Pilzpartner muss zunächst einen geeigneten freilebenden Algen- oder Bakterienpartner aufspüren und dann über diesen die Kontrolle übernehmen. Beides geschieht anscheinend erst, wenn sowohl Pilz als auch Alge oder Bakterium in einem ausgehungerten, dringend auf Nährstoffe angewiesenen Zustand sind. Auch im Labor ist es nur dann üblich, aus den beiden Einzelorganismen die Flechte zu bilden. Die typische Wuchsform der jeweiligen Flechtenart entsteht erst, nachdem der Pilzpartner seine Dominanz über den Photobionten etabliert hat. Viele Flechten sind auf das Zusammentreffen solch günstiger Umstände nicht angewiesen und haben spezielle vegetative Vermehrungsorgane ausgebildet, mit denen Pilz und Alge gleichzeitig verbreitet werden. Isidien sind Auswüchse in Form von Stiften, Knöpfen, Blättchen oder kleinen Ästen, die an der Basis eine Sollbruchstelle haben. Durch Wind, Wasser oder leichte Berührung brechen diese ab und bilden bei einem geeigneten Untergrund eine neue Flechte. Sorale sind staubige Aufbrüche der Flechten, aus der Körnchen aus wenigen verflochtenen Pilzfäden und Alge heraustreten, die sogenannten Soredien. Durch Verbreitung dieser Körnchen können ebenfalls neue Flechten gebildet werden.